Zunächst mal, glaube ich, gebührt das Lob dem BDFL und auch Lutz Hangartner immer wieder, es zu schaffen, dann eine so hochkarätige Runde hier oben hinzubekommen. Möchte Sie im Einzelnen kurz vorstellen, Friedhelm Funkel, der Trainer in der Runde mit dem größten und längsten Erfahrungsschatz. Herzlich willkommen, Friedhelm Funkel. Gleich einen Spruch gekriegt vom Nebenmann, von Michael Oenning, HSV-Cheftrainer, zweite Station im Bundesliga-Bereich, im Erstliga-Bereich. Herzlich willkommen, Michael Oenning. Herzlich willkommen nochmal Jürgen Klopp, deutscher Meister 2011 mit dem BVB. Nicht, dass es vergessen wird. Ja. Lange geärgert in der vergangenen Saison von Hannover 96 und dem Cheftrainer Mirko Slomka. Am Ende gekrönt mit der besten Saison der Vereinshistorie, Platz 4. Herzlich willkommen. Und der Sportdirektor des DFB, herzlich willkommen Matthias Sammer, jüngster Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte. So sieht's aus. Ist es lange her? Ist lange her? 2002, so lange ist es nicht her. Gut, wir wollen ein bisschen sprechen über die modernen Spielsysteme, die Entwicklung der Spielsysteme, die Begrifflichkeiten, die dazugehörigen, haben wir schon gehört, schneller, direkter, vertikal. Wir wollen auch über die Anforderungen, vielleicht die neuen Anforderungen an die Spieler heutzutage stellen im Vergleich zu früher. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat von Matthias Sammer, der 92 bei Inter Mailand gespielt hat, Trainer damals Osvaldo Bagnoli, und als er zurückkam, gesagt hat, wir Deutschen haben von Taktik keine Ahnung. Das war damals so ein Satz, der war in Stein gemeißelt. Wir haben eben auch in dem Vortrag von Frank Womuth gesehen, auch Ralf Rangnick hat gesagt, wir hängen 20 Jahre hinten dran, das ist auch ein bisschen länger her. Matthias, sag mal, wie viel Ahnung haben wir denn heutzutage von Taktik, wir Deutschen? Ja, als man jung war, hat man natürlich ein paar instinktive Aussagen getätigt, und es war damals mit unserem 3-5-2 ja auch wirklich eine Konstellation, die keiner außer wir ein bisschen, aber wir haben es auch nicht richtig, aber die anderen haben es gleich gar nicht begriffen, was wir gespielt haben. Dementsprechend muss man ja trotzdem sagen, Taktik ist ein Teilbereich vom Fußball, und es hatte natürlich auch bei dem, was dann erkennbar war, eine gewisse Unberechenbarkeit. Und das ist ja nicht immer ein Nachteil gewesen. Und man hatte auch eine gewisse Flexibilität und Kreativität. Und dementsprechend war ja dahingehend nicht alles schlecht. Aber zu dem Zeitpunkt haben andere natürlich schon auch etwas raumorientierter gespielt gegen den Ball und auch verschiedene Varianten der Laufwege mit dem Ball auch einstudiert. Und das war damals mein Empfinden. Und grundsätzlich war damit eben in dem Teilbereich gemeint, dass wir sicherlich uns Gedanken machen müssen, dass wir den Anschluss, aber noch einmal nur von einem Teilbereich in Zukunft nicht verlieren. Und das hat sich für meine Begriffe im deutschen Fußball total verändert. Wir haben mittlerweile natürlich raumorientierte Spielweisen, Systeme. Wir reden über Philosophien und sind in dem Bereich, denke ich, viel, viel besser geworden als zum damaligen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz haben wir damals noch internationale Titel geholt. Ich habe eben schon gesagt, den größten Erfahrungsschatz als Trainer in der Runde hat Friedhelm Funkel. Sie haben damals schon am Ende Ihrer aktiven Zeit Ihren Heimatverein parallel schon trainiert, den VfR Neuss, das war 89. Ja, das heißt, Sie blicken auf eine lange Trainerkarriere zurück. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach das Thema Taktik und Spielsysteme in diesen, in diesen Jahren verändert? Ich glaube, der Matthias hat da schon einiges zu gesagt, dass zum damaligen Zeitpunkt die meisten Trainer in Deutschland noch dieses 3-5-2-System haben spielen lassen. Trotzdem waren die Deutschen eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich, wenn das System auch nicht so orientiert war an andere europäische Nationen. Das hat sich in der Tat ganz, ganz schlagartig verändert. In den Jahren darauf sind die Trainer immer mehr dazu hingekommen, in Raumdeckung zu spielen. Ob das jetzt ein 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3 ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Das muss auch jeder Trainer für sich selber entscheiden, welche Spieler hat er zur Verfügung.
Aber dadurch ist der Fußball insgesamt gesehen natürlich auch viel, viel attraktiver geworden, viel offensiver geworden. Und das sind die Dinge, die sich seitdem schlagartig verändert haben. Kann man sagen, Jürgen Klopp, je besser die Spieler ausgebildet sind, desto wichtiger werden die taktischen Elemente im Spiel? Das würde ich nicht sagen, es gibt grundsätzlich ganz unterschiedliche taktische Elemente. Und ich glaube, wenn Matthias, obwohl ich es nicht genau weiß, aber damals, als Philipp Kahn darüber gesprochen hat, wir haben von Taktik keine Ahnung, obwohl sich in Deutschland nie gekümmert wurde, war der tatsächlich Defensivtaktik. Also, wie, was machen wir eigentlich, wenn die anderen die Kugel haben? Ich glaube, so das klassische Verhalten, Stürmer kreuzen, das ist ja auch taktische Maßnahmen, die also offensivtaktisch hinterlaufen, früher all diese Dinge, das ist auch in Deutschland gemacht worden. Dementsprechend hat das jetzt mit der Qualität der Spieler gar nicht so viel zu tun. Es ist einfach so, dass die Dinge, die man defensivtaktisch sich aneignet als Mannschaft, die schwächt zunächst mal den Gegner. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, der große Unterschied, oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, war für uns, dass eine bessere Mannschaft nicht zwingend gewinnen muss, weil man sie wirklich diese Gemeinsamkeit, die wir im Fußball alle empfunden haben, so ein Teamgeist, in der Kabine sitzen, all diese Sachen. Und die kriegt man jetzt auf den Platz getragen, dass man wirklich spürt, wenn alle sich an bestimmte Vorgaben halten, dann kann man gegen eine richtig Probleme bereiten. Und das ist mal der Sinn und Zweck der Veranstaltung, weil man macht das nicht zum Selbstzweck, nur um den anderen zu zeigen, wir sind taktisch herausragend und möchte damit ja was erreichen. Und das ist das alles Entscheidende. Deshalb die technischen Möglichkeiten der Spieler vergrößern dramatisch die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Du musst nicht kicken können, um dich defensiv taktisch auf den Gegner einzustellen. Du solltest das Spiel mal gesehen haben und vielleicht auch gespielt haben, aber du musst nicht perfekt können. Du kannst jedem maximale Probleme bereiten. Das ist ein Teil des Fußballs. So eine Grundsatz- und auch so eine, vielleicht eine provokante Frage, Mirko Slomka, sind Mannschaften wegen ihrer Taktik erfolgreich und ihrem Spielsystem oder wegen vor allem der Qualität der vorhandenen Spieler? Ja, beides muss natürlich zusammenpassen, wenn es geht. Die Spieler müssen zu der Taktik formbar sein, aber das, was Matthias auch vorher angedeutet hat, wir haben natürlich früher auch nach Italien geschaut, weil die immer zu Null gespielt haben und haben dann überlegt, wie machen die das eigentlich? Matthias hat das hautnah erlebt. Das Raumdeckungsverhalten, ich kann mich noch erinnern an Arrigo Sacchi beispielsweise als Trainer, der das ja verinnerlicht hat bei jedem Spieler. Und so versuchen wir das ja auch mit unseren Teams. Welche Spielertypen habe ich zur Verfügung? Welche Spielertypen passen zu dem Verein, zu der Taktik des Vereins, zu der Außendarstellung? Und ich glaube, dass man taktisch schon einiges lösen kann, aber die Qualität eines einzelnen Spielers ist nicht ersetzbar. Das ist ja auch so eine Frage, die man, was ist zuerst da, Michael Oenning? Was ist zuerst im Kopf eines Trainers? Ich habe eine vorhandene Mannschaft, mit denen will ich ein Spielsystem entwickeln oder mache ich es andersrum? Ich habe als Verein, als Trainer eine Philosophie im Kopf und versuche dann, mir darum eine Mannschaft zu bauen. Ja, das hängt ja in der heutigen Zeit einfach davon ab, wie lange man Zeit hat, ob man überhaupt in der Lage ist, etwas aufzubauen und zu formen. Ich glaube schon, dass die Idee des Trainers angepasst sein muss an die Philosophie eines Vereins. Also wenn ein gut aufgestellter Verein hat eine klare Vorstellung von dem, wie die Art und Weise des Fußballs sein soll, wie der gespielt wird, und dann müsste der jeweilige Trainer das umsetzen. Etwas zu entwickeln, so wie es in Dortmund jetzt ist, das ist natürlich dann schon geprägt davon, dass man wirklich auch versucht, die Dinge auszubilden. Und wenn man dann eine Vorstellung davon hat, wie man spielen will, das ist ja nicht ein System, dann, glaube ich, hat man auch immer mehr den Einfluss des Trainers dann dabei. Wie entwickelt man denn Friedhelm Funkel? Gibt es da so ein Raster, an dem Sie sich immer orientiert haben? Oder ist das Intuition? Ist das Erfahrungsschatz? Was ist das? Ich? Ja. So kennen wir Peter. Er hat sich doch gar nicht gemeldet, verdammte Hacke. Wer hat sich gemeldet? Gehen wir die Frage weiter. Es geht darum, dass man schon als Trainer eine Idee im Kopf hat, aber wie konkret kann ich das dann mit meiner Mannschaft entwickeln? Was brauche ich dazu? Ist das vor allem der Erfahrungsschatz? Ist das, sind das Einflüsse von außen, Einflüsse von früher, von anderen Trainern? Ich glaube einfach, dass man das, was man als Trainer
im Kopf hat, eben mit seinen Spielern versuchen muss umzusetzen. Dass, wenn man schon eine Zeit lang da ist, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Spieler, den man im Kopf hat, dazuzuholen, der zu dem passt, was man letztendlich auch spielerisch auf dem Platz umsetzen will. Wenn man neu irgendwo hinkommt, dann ist das am Anfang vielleicht nicht ganz so leicht. Man kennt die Spieler noch nicht so gut. Man muss mit den Spielern erst das ein oder andere erarbeiten. Und mit der gewissen Zeit kannst du den einen oder anderen Spieler dazu holen, um das eben umzusetzen, was du spielen willst. Und dazu kommen, das haben wir auch schon gehört, sind dann die Anforderungen, die an die Spieler gestellt werden. Wenn man mal so ein bisschen heute auf den Fußball guckt, könnte man ja sagen, er ist so ein bisschen in die Enge geraten. Also die Spielfläche, auf dem sich alles abspielt, wird zusammengeschoben. Die Abstände sind enger. Das Thema Athletik und Tempo hat sich entwickelt. Wir haben auch viel über Passschärfe und Passgenauigkeit gehört. Dazu könnte man sagen, dass sich ja der Fußball zu einer Seriensprint-Sportart entwickelt hat. Trotz oder inklusive hoher Laufleistung, wenn wir mal den BVB wieder als Maßstab nehmen, 13 Kilometer pro Spiel im Durchschnitt in der Mannschaft, jemand wie Großkreuz sogar geht an die 14 ran, und blickt man da in die Historie, es gab mal einen ungarischen Trainer, der ja in den 70ern mal Laufleistungen gemessen hat. Und wenn man noch weiter zurückblickt, dann sieht man so Spieler wie Alfredo Di Stefano oder Mario Zagallo, die lagen damals bei etwas über 4 Kilometern pro Spiel. Ja, also auch da hat es sich dramatisch entwickelt. Wohin geht das? Was sind dann die Anforderungen, die ein Spieler heute mitbringen muss, Mirko Slomka? Ja, insbesondere hat sich natürlich die Sprintleistung erhöht. Und wenn wir mal beim Borussia Dortmund bleiben, die Sprintaktivitäten dieser Spieler auf dem Platz ist außergewöhnlich und natürlich auch positionsspezifisch außergewöhnlich. Das, was auf den Außenbahnen abläuft, Außenverteidiger, die eine hohe Verantwortung haben, finde ich, im heutigen Fußballspiel, die sie noch gar nicht so wertschätzen eigentlich. Man sagt immer, die Innenverteidiger-Spieler im Zentrum sind die wichtigsten. Für mich sind fast die Außenverteidiger viel wichtiger im Fußball momentan, weil sie enorme Laufstrecken zu absolvieren haben, Sprintstrecken zu absolvieren haben, Erholungsphasen schnell ausnutzen müssen, um dann halt die nächste Aktion wieder anzutreiben. Also die intensive Sprintintervallarbeit hat, glaube ich, im Training zugenommen. Und bei so einer Mannschaft wie Borussia Dortmund beispielsweise, die laufen natürlich auch nur deswegen so viel, weil sie so viele Tore erzielen und dann auch der letzte Spieler von ganz hinten noch ganz vorne läuft, um auf den Pulk aufzuspringen. Und das wird alles mitgemessen, deswegen laufen die viel mehr zum Beispiel als die Spieler von Hannover 96. Ist das so, Jürgen Klopp? Ja, also nur daran liegt es. Wir haben zweimal gegen Hannover 4 geschossen, das sind allein 400 Kilometer, glaube ich. Ja. So, also erstmal ist es mir wichtig zu sagen, wir haben die Geschichte mit der Laufleistung haben wir für uns ein bisschen zum Thema gemacht, weil wir haben in einem meiner ersten Spiele als Trainer gegen Bayern München gewonnen. Das war damals T-Home Supercup oder irgend sowas, da sehen wir, und den Wert, vorher habe ich mit den Werten nie gearbeitet, dann habe ich so eine Statistik bekommen, 121 Kilometer gelaufen, hat mir damals jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel gesagt. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, in der Phase, in der wir 7 Mal in Folge nicht gewonnen haben, sind wir nicht einmal über 113 gekommen. Sind wir ein kurzes Trainingslager gefahren, habe ich mit der Mannschaft einfach so einen kleinen Deal gemacht. Wenn sie es schaffen, von 10 Mal, 9 Mal über 118 zu laufen, dann haben wir noch überhaupt nichts anderes gesprochen, dann kriegen sie 3 Tage länger Urlaub. So, ja. Super Idee, also es gab viel bessere Ideen in der Geschichte des Fußballs, aber ich hatte halt keine andere. Und die Jungs haben das tatsächlich hinbekommen und wir haben kein Spiel mehr verloren. So, wichtiger im Fußball ist trotzdem, richtig zu laufen als viel, auch bei uns. Ja. Und Spanien hat beispielsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Spiel, aber in einem großen Endspiel, es könnte EM irgendwann gewesen sein, sind sie 80 Kilometer gelaufen, die Mannschaft, 80. Großkreuz und Schmelzer und Piszczek laufen, ist das alleine. So, und die haben das Ding gewonnen, logischerweise. Und das heißt, es geht einfach nicht darum, nur, wie willst du eine Entwicklung einleiten? Also wenn ich der Mannschaft sage, pass auf, lauft richtig, Jungs. Ja, also ich weiß nicht genau, wohin, aber... Nee, das ist ein scheiß Hinweis. Spiel besser ist auch ein Kackhinweis. Also ich meine, du musst ja schon, also dann, und deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen mal an über mehr und kommen dann zu richtig. Und mittlerweile laufen wir deutlich besser, im Sinne, wir haben bei eigenem Ballbesitz immer besser unterwegs und müssen dadurch bei gegnerischem Ballbesitz nicht so weite Wege zurücklegen. Also wir haben tolle Spiele gemacht mit ganz geringen Laufleistungen und schlechte mit ganz großen Laufleistungen. Das ist völlig unterschiedlich und daran sollte man es nicht festmachen. Aber es ist durchaus in schlechten Phasen vor allem ein
ein zusätzliches Beweismittel gegen die Mannschaft. Absolut, und es ist auch ein Indiz und hat auch eine gewisse Bedeutung, ja, die eventuell auch noch wächst. Michael Oettinger, Sie haben auch gesagt, Sie haben die Laufleistung des HSV analysiert, ja, und liegen dabei ungefähr 12, und die muss gesteigert werden, um so ein Spiel mit den heutigen Anforderungen dann auch umsetzen zu können auf dem Platz. Welche Bedeutung hat die Laufleistung? Ich denke schon, dass es so ist, wie Jürgen es gerade gesagt hat, dass man einfach jetzt nicht dogmatisch sagen muss, wir müssen einfach mehr laufen, schneller laufen. Das sind einfach bestimmte Anforderungen. Das hat auch, was Mirko sagt. Die Positionen haben einen anderen Fokus bekommen und immer mehr Spieler müssen nachrücken, müssen versuchen, immer wieder Überzahl herzustellen. Man stört früher, man ist viel schneller im Umkehrspiel. Das ist, erfordert einfach auch immer die Bereitschaft, diese Wege zu gehen. Und man kann das in bestimmten Phasen machen oder auch nicht. Wir hatten in der letzten Saison die zweitmeisten Ballbesitz. Aber wir haben nur quer und nach hinten gespielt. Dann hast du keine Richtung und kein Tempo. Und dann erschöpft sich das Ganze auch. Das sieht dann ganz nett aus, ist aber nicht effektiv. Also man muss da schon genau hinschauen. Ich glaube, in Dortmund liegt das auch daran, weil der Trainer sehr viel läuft. Können wir das Thema Dortmund mal aussparen, verdammt. Der Trainer läuft viel. Das Anforderungsprofil eines Spieler heutzutage, Matthias, sag mal, wie würden Sie das kennzeichnen? Ich bin kein Prophet. Es kommt darauf an, was am Ende in diesem Mannschaftsgefüge wichtig ist. Und wenn wir gerade über eine Grundlage reden, versuche ich einfach vielleicht mal kurz zwei Dinge zu sagen. Es gibt ja fünf Leistungsvoraussetzungen im Fußball. Es ist Konstitution, Kondition, Technik, Taktik, Persönlichkeit. Und es baut alles ein bisschen aufeinander auf oder auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie man sich als Trainer auch orientieren möchte. Und ich wollte ganz gern nochmal, ich weiß ja nicht, ob es gelingt, ein bisschen Linie reinzubringen, weil das ist wirklich ein schweres Thema, über das wir hier reden, wenn ihr im Mentalbereich raus. Das ist nicht so einfach. Und als ich 2006 zum Deutschen Fußballbund gekommen bin, haben wir uns dann am Anfang auch hingesetzt und haben einfach mal aus dem taktischen Bereich so eine Spielphilosophie entwickelt. Wie wollen wir mit Ball spielen? Wie wollen wir gegen den Ball spielen? Und was dabei einfach erkennbar ist, das gibt Orientierung. Und wo Jürgen auch gerade drüber gesprochen hat oder auch alle anderen, es gibt immer wieder Teilbereiche, die man für sich als Trainer in der Gesamtorientierung herausfinden möchte, wie man spielen möchte, und entsprechend natürlich auch, wenn wir über positionsspezifisch sprechen, natürlich dann entsprechend auch die Ausbildung weiter vorantreiben. Aber das geht eben dann auch weiter im Männerbereich. Es ist ja auch nicht so lange her, dass man gesagt hat, ausgebildet wird im Nachwuchs und im Männerbereich müssen die dann fertig sein. Das ist ja ein stetiger Prozess und dieser Prozess ist, denke ich, insgesamt auch erkennbar, und deshalb einzelne Spieler kann ich jetzt gar nicht charakterisieren, weil wenn ich jetzt über einen Innenverteidiger reden würde, würde ich sicherlich etwas Falsches sagen, wenn der dann irgendwann Außenstürmer spielen soll, je nachdem, ob das in einem System drin ist. Ich glaube, die grundsätzlich komplexen Stärken kommen hier raus, die man als Spieler und als Mannschaft haben muss. Und wenn ich eben im technisch-taktischen Bereich und richtige Laufwege auch beherrsche, wie vielleicht Xavi und Iniesta, dann kann ich vielleicht den einen oder anderen Meter sparen, weil ich im Gesamtüberblick und von meiner Art und Weise natürlich ganz andere Voraussetzungen mitbringe. Nur wenn das erst einmal noch nicht gegeben ist, sollte ich nicht weniger laufen als die. Und deshalb, ich kann die Frage nicht beantworten, was heute ein einzelner Spieler beherrschen muss, weil es auch am Ende des Tages sehr komplex ist, positionsspezifisch, und ich bin trotzdem der Meinung, dass es eben in dem Zusammenhang der Leistungsvoraussetzungen keine einzelnen Bereiche geben darf, die weggelassen werden dürfen. Und deshalb bin ich bei meinem Thema Spezifik. Wenn die Franzosen irgendwann begreifen, dass der Kopf noch ganz, ganz wichtig ist und die Mentalität, dann sollten wir in Rente sein, weil die wären brandgefährlich. Und die Holländer haben es lange Zeit auch nicht begriffen. Also wir müssen immer wissen, dass wir komplex grundsätzlich gut sein müssen, aber dann natürlich von der Position selber in einer gewissen Spezifik, meine ich. Gibt es andere Meinungen? Wie hat sich denn, Friedhelm Funkel, generell die Trainingsarbeit und die Trainingssteuerung auch in Ihrer Zeit in diesen langen Jahren verändert, was diese Spielsysteme und diese Voraussetzungen angeht? Naja, es hat sich schon einiges verändert, aber das Wichtigste, glaube ich, ist immer noch die Effektivität.
Das ist immer noch das Wichtigste bei allem Laufen oder Nichtlaufen. Entscheidend ist, dass du in einer Saison mehr Spiele gewinnst als verlierst. Ich glaube, das ist gerade für uns Trainer eben auch sehr, sehr wichtig. Und die Trainingssteuerung und alles, was zum Trainingsumfang gehört, hat sich natürlich gewaltig verändert. Die Trainer heute haben einen viel, viel größeren Trainerstab als noch vor 20 oder 25 Jahren. Es sind viel mehr Spezialisten dazugekommen, die in einzelnen Teilen mit für die Mannschaft verantwortlich sind. Ob das im medizinischen Bereich ist, ob das im konditionellen Bereich ist, ob das bei der Wiederherstellung nach Verletzungen der Bereich ist. Es wird wesentlich professioneller gearbeitet und das macht sich dann natürlich auch letztendlich bezahlt durch die Leistung der einzelnen Spieler, der Mannschaften und so weiter. Und das ist natürlich für uns Trainer auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, die anderen sind noch nicht ganz so alt, Matthias auch noch nicht, dass zu meiner Zeit die Trainer es verboten haben, dass wir während des Trainings oder auch nach dem Training dürfen wir nicht trinken. Ja, wir durften keine Flüssigkeit zu uns nehmen. Das ist, glaube ich, das krasseste Beispiel. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind nach dem Training so schnell wie möglich, wenn wir im Trainingslager waren, aufs Zimmer gegangen und haben den Kopf unter dem Wasserkran gehalten. Ja, und haben Leitungswasser getrunken. Also das sind alles Dinge, die sich natürlich unglaublich zum Positiven verändert haben. Was wir ja auch mitbekommen haben, wir reden jetzt viel über Zahlen und Daten. Karl-Heinz Rummenigge hat mal zu Ottmar Hitzfeld gesagt, vielleicht nicht ganz in dem Zusammenhang, Fußball ist keine Mathematik und trotzdem nehmen diese umfassenden Einflüsse, die man noch bekommt, durch die ganzen Erkenntnisse, die man heute hat, immer mehr Einfluss auf den Fußball, Jürgen Klopp? Oder bleibt das Spiel in seiner Einfachheit am Ende dann doch erhalten? Nein, das ist so eine Mischform. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Fußballs, ist die Emotionalität, die da einfach drinsteckt. Dass man sich darüber aufregen kann, dass man sich daran erfreuen kann, dass man, was ich, die Woche idealerweise davon positiv beeinflusst wird, von allen Beteiligten. Das wäre ganz praktisch, wobei das wiederum ein bisschen schwierig wird, weil einer meistens gewinnt. Aber das andere ist, wir haben dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dieses Spiel zu gewinnen. Und da musst du natürlich alles, das habe ich vorher im Interview auch schon gesagt, musst du alle Erkenntnisse, die es gibt, musst du mal mit einbeziehen. Die musst du nicht alle anwenden, aber du solltest über viele Dinge die Bescheid wissen. Also ich bin jetzt hier durchgelaufen und es gibt so viele Leute, die sich Gedanken machen und das ist eine CD, Zuschauer, hör mal rein, mach mal dies, tu mal das. Und ich finde das total spannend. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich überrannt werde und mir jeder irgendwas in die Hand drückt, aber es ist einfach so, dass man Informationen aufnehmen muss und dann filtern muss. So, was ist für uns entscheidend? Ich finde, das Thema Live-Kinetik, weiß nicht, ob das hier letztes Jahr oder in diesem Jahr mal irgendwann besprochen wurde mit Horst Lutz, haben wir gemacht. Das ist so unglaublich spannend. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber du musst als Trainer für die Zeit nehmen, es muss der richtige Zeitpunkt sein, wo du das einführst, dass du wirklich dich mit solchen Dingen beschäftigst und dann einfach selber als Cheftrainer entscheidest, stelle ich es der Mannschaft vor, ist es für diese Mannschaft das Richtige oder ist es möglicherweise, muss ich warten bis zum nächsten Mal? Weil die beste Maßnahme im falschen Timing ist eine Katastrophe. Und das ist das, wo wir darauf achten müssen. Und das ist egal, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse sind oder Erfahrungsberichte von irgendwelchen anderen Menschen. Es geht einfach darum, Informationen zu sammeln. Das ist unser Job. Sie haben ja gerade auch ein neues System im Einsatz. Zumindest war es zu lesen, das GPS-System zur Trainingssteuerung. Welche Bedeutung hat das für Sie? Ja, für mich geht es jetzt nicht nur im Wesentlichen darum, Informationen zu sammeln, wie der Jürgen gerade sagt, sondern für mich geht es darum, wer wertet diese gesammelten Daten aus und macht auch Berechnungen dazu. Also jetzt bin ich natürlich ein bisschen angesprochen, weil ich ja genauso wie Ottmar Hitzfeld auch Mathematik studiert habe. Also ich beschäftige mich schon ein bisschen mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, Jürgen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, gegen euch zu gewinnen, ist trotzdem gering. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit Algorithmen. Ich habe ein starkes Team um mich herum, die auch mir dann quasi die Daten ausgewertet zur Verfügung stellen. Das halte ich jetzt mal für wichtig. Was ich davon der Mannschaft weitergebe, ist ein ganz anderes Thema. Wir beschäftigen uns momentan tatsächlich mit einem anderen System. Ich glaube, dass viele Bundesliga-Vereine sehr gute Systeme haben und die auch benutzen. Wir haben jetzt ein neues System, das unterscheidet sich wahrscheinlich unwirklich von anderen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das zu bearbeiten. Wir bemessen natürlich Laufgeschwindigkeiten, Laufstrecken. Wir haben einen sogenannten Player Load, der misst dreidimensional. Und wir versuchen das umzusetzen im Training, das umzusetzen, was wir im Spielen sehen. Und versuchen auch Rückschlüsse zu ziehen dann auf unser Training und auch auf das nächste Spiel.
Das kann man leider jetzt in der Bundesliga nicht anwenden, weil es ja so ein Chip ist, der so am oberen Rücken befestigt ist. Und das darf man nicht in der Bundesliga. Wir haben das jetzt benutzt in vielen Spielen, auch jetzt gegen Lyon in unserem letzten ernsthaften Testspiel, auch in vielen Spielen zuvor. Und es gibt wirklich wichtige Aufschlüsse, auch aus der Trainingsarbeit, die wir versuchen umzusetzen. Das kann ich nicht alles leisten. Deswegen brauche ich ein Team um mich herum. Das habe ich. Und ich verwerte nur Daten, die auch gesichert sind durch Berechnungen, in diesem Fall von der Universität in Wuppertal. Matthias, sag mal, bei all den Dingen, die es jetzt auch noch gibt, die dem Fußball natürlich auch einen Schritt weiterhelfen, mal provokant gefragt, geht das irgendwann einen Schritt zu weit? Ja? Ist nicht die Spielidee 11 gegen 11, 2 Tore, ist das nicht immer noch die Grundidee des Spiels? Die Analyse entsteht ja aus der Praxis und man hört die unterschiedlichen Prioritäten, die man auch setzen kann. Das ist genau das Geheimnis der jeweiligen Trainer. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, immer auch fortschrittlich zu denken und für sich selber nach den Wegen zu suchen, nach den vielen Einflussfaktoren, die man bekommt. Was ist aber jetzt für mich als Trainer wichtig? Was ist unwichtig? Und das ist ja grundsätzlich auch so bei uns in der Trainerausbildung. Da sind ganz, ganz viele Themen sehr wichtig, geben einen Orientierung. Und trotzdem gibt es auch Themen, die man dann auch ein bisschen vielleicht vernachlässigen kann. Und so ist es auch in diesem Thema. Und wir versuchen das auch. Ich bin ja manchmal so ein bisschen als der Traditionelle bei uns im Verband und der gern zurückkommt und irgendwo stand jetzt auch vielleicht wieder den Rumpelfußball will. Darum geht's nicht, sondern es geht wirklich darum, eine gute Mitte zu finden, eine Entwicklung immer im Gesamten zu betrachten. Und wir mussten uns ganz klar auch in der Art und Weise Fußball zu spielen, das war ja Ausgangspunkt, auch technisch, taktisch, verbessern. Das müssen wir heute auch noch. Wir holen da jetzt auch für den Nachwuchsbereich so ein Holländer zu uns, Marcel Lukassen, der speziell auch im Individuellen mit den Spielern arbeitet, anschließend auch in der Videoanalyse. Und ich erwähne das einfach nur mal, weil ich weiß nicht, ich will ja auch mal als modern gelten. Ne? Also deshalb erwähne ich das mal. Und grundsätzlich glaube ich, müssen wir auch darauf achten, neben diesem fortschrittlichen Denken uns nicht zu schämen für die Basiselemente im deutschen Fußball, die es immer gab und die auch in Zukunft noch entscheidend sein werden. Und ich nenne das immer ganz gern wieder, weil uns klopfen auch im Moment viele auf die Schultern, wenn wir in Mexiko spielen, jetzt bei der Europameisterschaft war es nicht so und ihr spielt so einen tollen Fußball. Von 1964 an war das bei den Spaniern auch der Fall, was die Nationalmannschaft betraf. Den haben sie immer auf die Schultern geklopft. Die sind entweder im Viertelfinale raus, mal im Achtelfinale, mal waren sie auch im Halbfinale. Aber die haben nichts mehr richtig gewonnen. Und die Spanier haben irgendwann überlegt, wir müssen auch in der Sichtung und in der Komplexität des Einzelnen und damit auch in unseren Mannschaften etwas verändern. Und ihr Hauptthema war, wir brauchen auch mental starke Spieler, die in gewissen Phasen des Erfolges nicht abheben, sich vielleicht zu Marken aufbauen wollen und in schwierigen Phasen nicht zusammenbrechen, sondern dort auch sich zeigen, um zu sagen, ganz pauschal, ja okay, auch Niederlagen gehören dazu, wir müssen die richtigen Lehren draus ziehen. Also wir müssen an der grundsätzlichen Denkweise der Mentalität etwas ändern. Und das begann im Nachwuchsbereich und jetzt weiß jeder, dass die Xavis, Iniestas, Puyols, Piquets im Nachwuchsbereich Titel geholt haben, sowohl Europameistertitel als auch Weltmeistertitel. Und das haben sie dann 2008 irgendwann übertragen können. Deshalb ist dieser Weg für meine Begriffe auch alternativlos. Und zwischendurch, 2008, 2009, haben wir mal ein paar Titel geholt. Dann haben wir wieder gedacht, das reicht schon. So, jetzt sind die Spanier wieder, werden U21 Europameister, werden unter normalen Umständen U19 Europameister. Also daran orientieren wir uns und daran sollten wir uns insgesamt orientieren. Und wenn wir heute über Xavi und Iniesta sprechen, müssen wir einfach, wenn wir das Spiel von Barcelona ganz kurz nur analysieren, Jürgen, finde ich auch, und ich beobachte das ja auch, Borussia Dortmund ist eben auch sehr gut gegen den Ball. Und Barcelona hat ja etwas in dieser Champions-League-Saison erreicht, was ja eigentlich auch viel zu kurz kommt. Sie waren unglaublich stark gegen den Ball, in einer unglaublichen Höhe des Spielfeldes und haben Arsenal London
die ja auch für den eigentlich Inbegriff des Fußballs stehen, überhaupt nicht atmen lassen in Barcelona. Sie haben sie kaputt gemacht, aber in der Form des Ballbesitzes. Und wir denken immer nur, irgendwie die Xavis und Iniestas, die fallen vom Himmel und sind da und tun nichts dafür. Also sie tun schon eine Menge, auch läuferisch, um dann ihre sportlichen Qualitäten darstellen zu können. Und deshalb kann ich immer nur sagen, der deutsche Fußball, vielleicht zusammengefasst, natürlich muss er ausdauernd, athletisch und auch schnelligkeitsorientiert sein. Er sollte auch eine gewisse Eleganz haben, aber vor allen Dingen auch wieder vielleicht noch mehr die Mentalität. Und noch einmal, wir haben 2010 wegen einer Ecke gegen Spanien verloren, auch sportlich, wir waren schlechter. Der Xavi hat übrigens ein Interview gegeben in der Süddeutschen gestern, was er gefühlt hat, als er gegen die Deutschen gespielt hat. Hat er geschrieben, ich glaube, der hat viel zehnmal gesagt. Ich hatte das Gefühl, sie haben viel, 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 viel zu viel Respekt vor uns gehabt. Das gab es sonst nicht. Und übrigens, die U17 ist auch wegen zwei Ecken ausgeschieden. Ich will nur insgesamt sagen, bei der Weltmeisterschaft, nach vorn denken, Basiselemente nicht vernachlässigen, einen deutschen Weg zu finden, dass die anderen auch dann wieder wissen, wer wir sind. Und ich denke, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind, einen großen Schritt gemacht haben. Und jetzt müssen wir die letzten 10% erarbeiten. Und da dürfen wir auch kritisch miteinander umgehen. Vielleicht, ja, klar. Kann ich da ganz kurz einhaken, weil du gerade das... Weil der Matthias gerade das Interview gestern erwähnt hat von Xavi in der Süddeutschen Zeitung, was übrigens außergewöhnlich ist. Er lässt wirklich tief blicken, ja, auch in den Verein Barcelona und auch in sich selbst. Das ist ganz, ganz selten. Es lohnt sich, das zu lesen, ohne jetzt Werbung zu machen für die Süddeutsche Zeitung. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein seitenlanges Interview. Er sagt in diesem Interview übrigens auch, klar ist die Schnelligkeit wichtig im Fußball. Es geht aber nicht nur um die rein physische Geschwindigkeit, sondern es geht auch um die Schnelligkeit der Gedanken. Er sagt, wenn wir spielen, dann kann eine Mannschaft noch so kräftig und noch so schnell sein. Wenn ich den Ball rechtzeitig abspiele, kann der mir gar nichts. Ja, und so war es ja auch im Finale, darüber berichtet er auch. Der Rooney wäre im Finale in London, wo ich dann auch selber dabei war und ich auch da gesessen habe. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft wie Manchester United völlig hilflos und chancenlos auf dem Platz steht? Der hat dann auch gesagt, der Rooney hat während dem Spiel gesagt, wir können nichts machen, wir können gar nichts machen, das ist der größte Mist überhaupt hier. Wir haben keine Chance. Nur weil sie einfach schnell gespielt haben und als Mannschaft auftreten, ganz anders als jeder andere vielleicht das erwartet hätte in diesem Finale. Also ein sehr besonderes Interview und ein sehr besonderer Spieler, wie ich finde. Kurze Nachfrage noch, Matthias Hammer, zum deutschen Fußball. Auf welcher Qualitätsstufe aktuell sehen Sie den deutschen Fußball? Wir nehmen eine gute Entwicklung und das will ich auch immer wieder vermitteln und ich denke auch, dass das erkennbar ist. Es kommen wunderbare junge Spieler nach, die Trainer, das ist auch eine fantastische Entwicklung, bauen diese Spieler auch ein, geben ihnen die Möglichkeit auch zu spielen. Das ist wunderbar zu sehen. Trotzdem braucht man auch eine gute Mischung. Ich weiß nicht, ob wir bei uns der Puyol oder in Spanien vor ein paar Jahren überhaupt eine Rolle gespielt hat. Er ist ein Leader, er ist ein Führer, aber ist vielleicht nicht der beste Fußballer. Also ich denke auch das Thema flache Hierarchien. Aber ich schweife ein bisschen zu sehr weg, sehe ich alles auch ein bisschen anders, weil ich es immer ganz gut finde, wenn es in einer Gruppe wie hier oder einer Fußballmannschaft auch eine gewisse Ordnung gibt. Flache Hierarchien beantworten teilweise unsere Spieler heute so. Das würde ja bedeuten, ein paar dürfen was sagen und ein paar nicht. Darum geht es doch überhaupt nicht. Also das müsste man dann irgendwann mal machen beim nächsten Kongress. Und dementsprechend, wir sind auf einem guten Weg. Die 50% europäisches Mittelmaß, wo wir immer waren, bis 90% sind wir relativ schnell gegangen und jetzt müssen wir die letzten 10% schaffen, um wieder dahin zu kommen, wo man auch mal war. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sollten nur den Mut haben, auch die Dinge zu benennen. Der FC Barcelona war gerade häufiger schon Thema. Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Punkt, warum Jürgen Klopp ist der FC Barcelona gerade so das Nonplusultra, also diese Mischung zwischen totaler Organisation und Anarchie auf dem Platz, so wirkt es ja. Gut, also ich glaube, Pep Guardiola macht einen Sensationsjob, aber er hat weder Xavi noch Iniesta noch sonst die Jungs, also dass die so großartig sind oder Lionel Messi, darauf hat ein Trainer wenig Einfluss, das geht mir und meinen Kollegen nicht anders.
Das Außergewöhnlichste bei Barcelona ist definitiv, das finde ich, das kommt tatsächlich immer kurz zu kurz, Matthias hat es eben gesagt und hat es wahrscheinlich am häufigsten live gesehen in seinem Job als Experte, ist das ganz hohe Gegenpressing. Also ich weiß nicht, ob das der Begriff ist, also nach Ballverlust direkte Balleroberung wieder. Das ist, macht niemand auf der Welt so gut, niemand ist so intelligent bei dieser Geschichte. Wenn Lionel Messi, ich glaube, ist der Spieler allzeit, der seine eigenen Ballverluste am häufigsten wieder ausbügelt. Es gibt einen, wenn er immer einen engen Raum unterwegs ist, er geht in den 16er rein, wenn er da einen Ball verliert, wird man immer erleben, dass Lionel nochmal beim nächsten Kontakt des Abwehrspiels auf jeden Fall wieder da ist, um diesen Ball zurückzuerobern. Wie hoch diese Mannschaft steht bei der Balleroberung, das ist außergewöhnlich. Und das hängt nur damit zusammen, dass jeder Spieler Druck ausübt. Und wir sehen am Ende, sehen wir eine Mannschaft, Frank hat die Bilder vorher gezeigt, da siehst du dann, wie Xavi steht, wie er Messi anspielt, wo der Gegner einfach sich nicht mehr traut, nochmal anzulaufen. Manu hat das, glaube ich, eine Viertelstunde lang richtig gut gemacht und dann haben sie das Vertrauen in diese Aktion verloren und dann waren sie weg vom Fenster. Barca muss auf die Mannschaft warten, die sich das 90 Minuten zutraut. 90 Minuten hochverteidigt, 90 Minuten bereit ist, die kleinen Zweikämpfe zu verlieren, weil man führt sie nicht mehr. Bei Xavi geht man hin, bis man seinen schlechten Atem riecht, falls er den hat, und dann geht man wieder weg und sagt, okay, gut, ich sah nicht aus wie ein Vollpfosten. Er hat mir nicht durch die Beine gespielt, nicht über den Kopf gehoben, hat nichts gemacht, ich bin raus. So in dem Moment, wo der Gegner mutig genug wird, wirklich auszusehen wie ein, also ziemlich schlecht auszusehen, in dem Moment gibt es die Möglichkeit, sie zu schlagen, wobei das über 90 Minuten ist eine Konzentrationsleistung, die wahrscheinlich zuletzt, keine Ahnung, von Albert Einstein geleistet wurde, weil es einfach richtig schwer ist in so einer Gruppe. Und dementsprechend bin ich echt gespannt. Aber die größte Leistung, und kicken können die, und das können viele andere auch, aber was sie gegen den Ball veranstalten, das ist für mich das Allergrößte und ist das größte Vorbild, das ich jemals hatte im Fußball. Michael Oenninger, als Trainer des HSV, kann man sich von so einer, oder jetzt sagen zu wollen, jetzt spielen wir wie FC Barcelona mit dem HSV, das kann man natürlich nicht, aber was kann man sich... Obwohl es zum HSV passen würde, ist ja ganz bescheiden. Was kann man sich denn abgucken oder was guckt man sich konkret ab? Grundsätzlich ist es ja so, dass man einfach die Bewunderung mitnimmt für diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Aber man kann das ja nicht 1:1 kopieren. Ich glaube, viele Elemente, das, was Xavi auch immer gesagt hat, in dem Moment, wo er angelaufen wird, ist der Ball schon wieder weg. Dieses Antizipieren von Situationen, dass man denkt ja immer, wieso spielen die so oft, wieso bricht denen keiner die Beine? Ja, weil du nicht dahin kommst im entscheidenden Moment. Und dann kann man versuchen, bestimmte Elemente dann zu übernehmen, aber man kann das nicht 1:1 übertragen. Man muss immer seine Mannschaft in den Fokus stellen und überlegen, was kann ich damit spielen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man eine Leitlinie hat. Wir müssen auch nicht mal nach Spanien gehen. Also ich habe da sehr viel Spaß daran, mich an Dortmund zu orientieren. Also in der Bundesliga hat sich ja, kann man schon sagen, auch ein anderes System durchgesetzt als das, was der FC Barcelona gerade aktuell spielt. Also das eine ist das 4-2-3-1, was sehr häufig zu sehen ist, auch wenn es natürlich im Spiel immer flexibel dann verändert wird, ist ja keine Frage. Aber wenn man sich die Entwicklung des Fußballs und der Spielsysteme anguckt, so ein paar einschneidende Punkte gab es dann doch. Ja, so ein paar Sachen bleiben in Erinnerung, ob das jetzt Catenaccio war oder ob es die Einführung der Raumdeckung, dieser ganzheitliche Ansatz war. War irgendwie, Friedhelm Funkel, alles schon mal da? Kann man überhaupt irgendwas neu erfinden, in Anführungszeichen, was so ein Spielsystem angeht? Ja, natürlich ist es so, dass da, wo wir die ganze Zeit jetzt drüber sprechen, die Balleroberung, das Hochstehen, das sofortige Umschalten, wenn man den Ball verloren hat, sich sofort wieder zu erkämpfen, wie wir jetzt über Barcelona gesprochen haben, das gab es in dieser Art und Weise früher mit Sicherheit nicht. Es ist präziser geworden, es ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Stück weit besser geworden. Aber wenn ich so an die Mannschaften von Jürgen denke, da muss man ja nicht nur, das waren ja bisher nur zwei, da muss man nicht nur über Borussia Dortmund sprechen, sondern da muss man vielleicht auch mal 10 Jahre zurückdenken an Mainz 05. Ich kann mich daran erinnern, in den Anfängen, als ich noch beim 1. FC Köln Trainer war und du bei Mainz 05. Ja, dass der Jürgen dort schon sehr, sehr aggressiv gegen den Ball hat spielen lassen. Ja, mit einer Mannschaft, die jetzt, das wage ich mal zu behaupten, nicht so individuell stark war wie Borussia Dortmund. Und hat damit angefangen in der zweiten Liga und hat damals auch schon sehr erfolgreich versucht, dieses Spiel immer präziser zu gestalten. Und jetzt bei Borussia Dortmund mit der individuellen Klasse, mit der Stärke der einzelnen Spieler gelingt ihm
das natürlich immer, immer besser und immer besser. Sie sind nach der Balleroberung natürlich auch wesentlich stärker, noch wesentlich schneller vor dem gegnerischen Tor, als sie es vielleicht vor 10 Jahren waren. Und ich kann mich daran wirklich sehr, sehr gut daran erinnern, weil wir gerade auch damals, wenn wir in Mainz gespielt haben, immer sehr, sehr viel Ehrfurcht gehabt haben, hätte ich fast gesagt, zumindest Respekt gehabt haben. Wir wussten, was da auf uns zukommt. Wir wussten, wie der Kloppo damals seine Mannschaft eingestellt hat. Und das war immer sehr, sehr schwierig, dagegen zu spielen. Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich noch gewaltig und deutlich besser nach oben verbessert. Also es ist nicht nur, das nehme ich jetzt mit, es ist nicht nur altes Spiel und neue Sprachlichkeit. Ja? Denn wenn man mal ein bisschen zurückblickt, ich habe mal ein bisschen geguckt, Herbert Chapman bei Arsenal in den 30er Jahren, der hat damals gesagt, je schneller man vor das Tor des Gegners kommt, desto weniger Hindernisse stellen sich einem in den Weg. Ja? So, heute heißt das Vertikalspiel, Umschaltspiel, ja? Also neue Begrifflichkeiten, Gegenpressing wird immer wieder verwendet. Früher hieß es, wenn du den Ball verlierst, gehst du hinterher, ansonsten nehme ich dich raus. Ja? Also ist es nicht nur altes Spiel und neue Begrifflichkeit, sondern es hat sich wirklich was verändert, Mirko Slomka? Ja. Fußball wird sich grundsätzlich, glaube ich, erstmal nicht verändern. Wir haben, glaube ich, ähnlich auch wie der BVB und wie viele andere Mannschaften auch in der Bundesliga versucht, sehr schnell vertikal zu spielen. Das hat sich wahrscheinlich verändert. Wir müssen dieses Risiko eingehen, weil wir nur diese Qualität haben. Und wir legen heutzutage sehr viel Wert darauf, auf einen plötzlichen Ballgewinn im Zentrum, auf eine plötzliche Rückgewinnung des Balles und auf das Umkehrverhalten im Spiel nach vorne mit den entsprechenden Laufwegen. Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ich glaube, dass alle Varianten zum Erfolg führen können. Ja, diese Variante ist gut, siehe Dortmund. Das schnelle Spiel nach vorne, eine dominante Spielweise bei Bayern München ist oftmals auch gut oder wie beim FC Barcelona. Das harte Spiel beispielsweise von Real Madrid hat sie jetzt nicht zum Titel geführt, aber es ist trotzdem erfolgreich. Das elegante Spiel von Arsenal London, sagen wir, sieht toll aus, ist mitunter erfolgreich, nicht erfolgreich genug, vielleicht für Arsenal London. Also ich glaube, es gibt viele Facetten, die wir hernehmen können, wo man sagen kann, Fußball ist erfolgreich. Deswegen habe ich zu Beginn auch gesagt, diese Systematik muss passen auf das Team und auch ein bisschen auf die Philosophie des Vereins. Ich glaube, dann kann man etwas entwickeln innerhalb eines Vereins. Und das, was der Kloppo macht, passt hervorragend. Das, was der Friedhelm gemacht hat, ist immer, passt immer, weil es einfach voller Power ist, voller Kampfgeist. Das passt zu dir als Typ, als Trainer. Und insofern, glaube ich, muss man seinen Weg finden. Und der Fußball ist nicht neu. Den kann man nicht neu erfinden. Ich kann mich da gut erinnern, wo der Otto Pfister hier sitzt. Ich habe meine U16-Weltmeisterschaft begleitet, bei dir teilweise im Hotel in Italien. Da haben sie versucht, den Fußball zu verändern. Da gab es Abseits erst ab der 16-Meter-Linie. Du kannst dich sicherlich erinnern, wurde schnell wieder verworfen. Also wir können nicht am Rad drehen. Fußball ist Fußball. Der Ball muss ins Tor. Und es gibt viele gute Wege, den Ball dorthin zu bekommen. Und ja, jeder Trainer muss seinen eigenen Weg finden. Jürgen Klopp, man hat logischerweise seine Idee und auch sein grundsätzliches Spielsystem, was man versucht umzusetzen. Wie wichtig oder welche Bedeutung hat mittlerweile das Thema Flexibilität innerhalb eines Spiels gewonnen? Ja, dass ich auf Spielsituationen reagieren kann, dass ich umstellen kann, dass ich entweder auch personell auswechsle oder einfach nur in einem Mannschaftsgefüge dann umstellen kann auf ein anderes Spielsystem. Welche Bedeutung hat das Thema Flexibilität heutzutage? Ja, das hat natürlich Bedeutung, aber das ist der dritte, vierte, fünfte Schritt frühestens. Also da geht's erstmal, bevor Flexibilität kommt, brauchst du Stabilität und die gewinnst du über andere Maßnahmen. Also es kommt praktisch ganz selten vor. Ich als ganz junger Trainer mal irgendwann das Glück gehabt, gegen Peter Neururer zu spielen. Mit Rot-Weiß Aalen war das gleich damals und er hat irgendwie 4-3-3 gespielt, hat am dritten Innenverteidiger eingewechselt oder Manndecker und dann haben wir irgendwie gedacht, jung und lustig, wie wir waren, komm, stellen wir um System oder startet draußen, haben nur zwei Stürmer auf dem Platz. So, ist alles Quatsch. Ja, und er hat der Manndecker zu viel. So ist eigentlich alles Quatsch und hat damit nicht so wahnsinnig viel zu. Es geht immer darum, dass du dein eigenes Ding durchziehst. Und das Spiel gegen den Ball, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist nur deshalb so wichtig, weil vorher haben wir der Vortrag von Frank Wormuth ging darum, offensivtaktische Abläufe, ja, die Bedeutung der Technik für diese Abläufe. Das ist richtig. Aber du kannst
so technisch so gut sein, wie du willst. Wenn du die defensiven Zweikämpfe nicht gewinnst, dann hast du irgendwann verlierst du komplett an Sicherheit und dann verstolperst du Bälle, obwohl du riesig kicken kannst. Weil es geht gar nichts mehr. Wir können das Beispiel, ich meine, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber warum kann Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren, wie wir alle glauben, dass es in jeder Mannschaft der Welt sein müsste? Weil die Abläufe nicht sitzen, weil die Argentinier spielen, was sie wollen, weil der Diego Maradona ein paar Jahre Nationaltrainer war. Und was soll denn das sein? Außer Spaß können die ja nichts gehabt haben. So, und das funktioniert also so nicht, sondern du musst wirklich dich um die Dinge kümmern, die du richtig beeinflussen kannst. Und dann musst du als Trainer auch mal ganz entspannt sagen, okay, Freunde, und jetzt kicken könnt ihr viel besser, als ich sehen konnte. So, machen wir das mal. Wenn du dann siehst, wo kannst du helfen, dann musst du da einschreiten und musst sagen, so, das müssen wir jetzt verfestigen. Das ist ein Ablauf, der muss sitzen. Wenn ich auf die Grundlinie durchkomme und im Strafraum ist einer glockenfrei, idealerweise sieht man den dann auch. Muss ich nicht suchen, sondern hat so einen bestimmten Blickfeld, wo er dann ungefähr auftauchen kann. Das sind Dinge, die man beeinflussen kann. Aber das Entscheidende ist, Stabilität zu finden. Und das kommt weit vor Flexibilität, weil mit Stabilität kannst du punkten, mit Stabilität kannst du Spiele gewinnen, mit Flexibilität kannst du ganz schnell aus der Kurve fliegen, ja. So. Aber systematisch auch ein paar Dinge noch zu haben, die man verändern kann, ist durchaus hilfreich. Die Spieler müssen total flexibel sein, müssen unterschiedlich einsetzbar sein, aber sie müssen vor allem bereit sein zur Arbeit. Das ist das alles Entscheidende, ja. Und das, auch deshalb sprechen wir Barcelona so oft an, weil das unglaublich ist, was Fußballprofis ja häufig nachgesagt wird, so dass sie, wenn sie so viel Geld verdient haben, dann werden sie satt, dann werden sie erwähnt, dann wird es weniger. Die gibt es ja, die Spieler. Ronaldinho. Also die ganzen Brasilianer, die jetzt zurückgegangen sind, oder viele von denen, ja, so, die einfach irgendwann aufgewacht sind und dachten, so 25 Millionen reichen bis zum Rest meines Lebens. Warum soll ich jetzt noch jeden Tag da hingehen und mit dem Idioten rumrennen? Und jetzt kommen eben andere nach. Und bei Barcelona ist es so, du hast nicht das Gefühl, dass denen reicht. Die jubeln über jedes Tor, als hätten sie noch nie eins geschossen. Die arbeiten gegen den Ball, als gäbe es keinen Morgen, als wäre es geilste überhaupt, wenn die anderen die Kugel haben. Ein Xavi und Iniesta, die berauschen sich null am eigenen Ballbesitz, interessiert die gar nicht, die geben ihn weg. Xavi sagt in seinem Interview nicht, wenn ich ihn habe, schönsten Moment, ich spiele ihn ab, bevor der andere kommt. Das ist seine Denke. Und das ist das Vorbild schlechthin, das es im Moment im Weltfußball gibt. Und wir werden alle nicht dahin kommen, weil selbst wenn wir den gleichen Plan hätten, würden uns noch die Spieler dazu fehlen. Also man muss schon einiges zusammenkommen, dass das passiert. Aber das Entscheidende ist die Bereitschaft der Spieler, sich in dieses Gefüge einzubringen. Und das ist das, warum wir angefangen haben zu kicken. Deshalb haben wir das gemacht und nicht eine Einzelsportart, wo man alleine unterwegs sind, Tennis oder weiß ich was, Tischtennis. Und wir wollten in dieser Gruppe sein. Und da müssen wir bis zum Ende unseres Lebens das auch als absolute Regel leben. Ich bin nur so stark, wie ich meine Gegenspieler, wie ich meine Mitspieler sein lasse. Und dann funktioniert das wunderbar über Stabilität. Wie erleben Sie das, Michael Oerling, in Ihrer täglichen Trainingsarbeit, diese Themen, die gerade angesprochen wurden? Ja, du musst es jeden Tag wieder erarbeiten. Diese Grundbereitschaft, Widerstände zu brechen, nochmal sich selber zu überprüfen und festzustellen, dass dann, obwohl man eine ganz schlechte Phase hat, es plötzlich Klick macht und es funktioniert wieder und man kann es nicht erklären. Das ist ein dauernder Prozess. Das ist immer wieder bestätigen, immer wieder darauf hinweisen, immer wieder zeigen, da ist die Lösung besser. Und das ist dann immer Stück für Stück. Und irgendwann wird es dann rund und dann wird es auch einfach. Und dann wirkt es auch sehr relativ schlicht und seriös. Aber das ist ein ganz, ganz weiter Weg. Und diese Grundbereitschaft, die ist stärker ausgeprägt. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich verändert hat, dass einfach der Teamgedanke nicht herbeigeredet wird, sondern wirklich, dass man sich ihn erarbeitet. Und das ist ein hohes Gut. Und dadurch hat man es ja auch geschafft, das alles ein bisschen jünger zu machen. Nicht zum Selbstzweck, sondern einfach diese Grundbereitschaft und dieses Vermögen. Und ich glaube auch, dass es auf sich gesehen auch so sein wird, dass Mannschaften länger zusammen funktionieren können. Das ist auch etwas, was wir ja auch beklagt haben, dieses ständigen Wechsel, dieses immer wieder neu entstehen und nichts hat Bestand, nichts ist stabil. Das ändert sich, deswegen wird die neue Saison auch so spannend, weil viele Mannschaften sehr stabil sind. Und dann gibt es auch eine hohe Ausgeglichenheit. Peter, haben sich Ihrer Meinung nach auch in den Jahren, in denen Sie schon tätig sind, so Schwerpunkte verschoben, die jetzt gerade auch angesprochen wurden? Ja, ich glaube schon, dass sich aufgrund der vielen jungen Spieler, die in den letzten Jahren, kann man ja schon fast sagen, dazugekommen sind, sich vom Teamgeist innerhalb einer Mannschaft sich was verändert hat. Dass die jungen Spieler wesentlich selbstbewusster zu den Profis gekommen sind, viel mehr Selbstverantwortung zum großen Teil haben, als das früher der Fall war. Und das ohne den notwendigen Respekt vor den älteren Spielern und erfahrenen Spielern verloren zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass der Respekt untereinander wirklich sehr, sehr groß ist, dass sie trotz allem, trotz Selbstbewusstsein von den älteren
älteren Spielern noch was annehmen, ne? Und nicht sagen, ja, was die Alten mir jetzt mit auf den Weg geben, da höre ich sowieso nicht drauf, sondern ich gehe meinen Weg. Sie können ihren Weg gehen, aber sie sind immer in der Lage und sie sind immer bereit, eben auch Ratschläge von älteren Mitspielern letztendlich auch anzunehmen. Diese jungen Spieler, diese Mentalitätsfrage, die ja eben auch bei Jürgen Klopp durchkam, Barcelona, er hat den Eindruck, die werden nicht satt, sondern die freuen sich nach wie vor über jedes Tor. Ist das mit eine entscheidende Frage, die Mentalitätsfrage? Neben der Qualität, logischerweise? Also erst einmal ist das auch nicht so ein einfaches Thema, weil Mentalität wird gleich wieder mit deutschen Tugenden und Kämpfen und Rumpelfußball. Das ist ja das, was im Moment so ein bisschen auch besprochen wird, sondern wir müssen erst mal wieder lernen, diese Dinge dann auch ein bisschen klarer zu definieren. Und wenn es uns gelingt, und ich finde auch, und ich darf viele Nachwuchsspieler in Deutschland mit begleiten, wir kriegen die besten Spieler von den Clubs, und man muss wirklich sagen, da findet eine tolle Entwicklung statt. Sie findet sportlich statt, aber sie findet auch auf der Charakterebene statt. Das ist überhaupt keine Frage. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir Schwierigkeiten haben. Und ich würde einfach meinen, dass es eben wichtig ist, und deshalb freut mich auch diese Runde, das sage ich ganz ehrlich und fühle mich ausgesprochen wohl, wenn wir eben über Xavi und Iniesta sprechen, sprechen wir plus Messi, aber wir sprechen vielleicht über die Besten, die es im Moment gibt auf dieser Welt. Aber sie sind auch die Bescheidensten, wie sie rüberkommen. Das sind bescheidene Menschen, dankbare Menschen, und sie gewinnen seit 6, und satt sind die auch nicht. 6, Xavi Iniesta, 6, Champions League, 7, Meisterpokal, 8, Europameister, 9, Champions League, 10, Weltmeister, 11, Champions League. Und die geben Interviews, dass es eine Freude ist. Und wir versuchen mit ein paar Spielern in Deutschland, die international noch nichts gewonnen haben, mit irgendwelchen Beratern Marken aufzubauen, wo wir natürlich auch, und deshalb sage ich auch die Nachwuchstrainer, speziell auch die Nachwuchstrainer, haben Schwerstarbeit zu leisten in Deutschland, weil eben gerade gewisse Werte sich vollkommen verschieben. Und über das, was wir hier reden, was für eine Mannschaft wichtig ist und das Verhältnis zum Trainer, die dann ja auf eine direkte Art und Weise natürlich auch Kritik üben müssen. Und Kritik hat in Deutschland immer so einen negativen Touch. Aber Kritik ist ja etwas zur Verbesserung. Derjenige soll sich verbessern. Und wir stoßen dann schon an unsere Grenzen. Und wir haben dann im Nachwuchsbereich nach wie vor richtig gute Spieler. Aber wir haben auch ein paar Künstler. Das ist absolute Schwerstarbeit, sie davon zu überzeugen, was wirklich das Wesentliche ist im Fußball. Und deshalb bin ich so froh, dass auch es mal in Deutschland eben ein Interview gibt mit einem Xavi. Weil wenn man das liest, übrigens auch Dirk Nowitzki, nur die Aussage nach einem großen Titel, den Clown können andere machen. Oder es gibt auch einen, der ist nur 7-mal Weltmeister geworden, Lotz heißt der im Schwimmen, der sagt, Äffchen machen und auf Seil setzen können auch andere machen. Vielleicht sollte man das ein bisschen mehr in einer guten Mischung dazu führen, dass auch gerade Themen in der Öffentlichkeit oder Marken die besten Marken sind, die erfolgreich sind, weil die anderen sind unglaubwürdig. Und vielleicht sollten wir da so ein kleines Rädchen wieder ein bisschen mit drehen, um zu sagen, was ist denn eigentlich das Wesentliche? Und das ist nämlich die Arbeit auf dem Platz, der Respekt mit seiner Truppe vor seinem Trainer. Und man wird komischerweise merken, und Jürgen, ich habe das ganz genau auch verfolgt, wo du gesagt hast, ihr wart deutscher Meister in einem Stadion. Ich kenne das auch ein bisschen. Und du hast gesagt, ich habe eigentlich gedacht, das fühlt sich ein bisschen anders an. Und ich kann dir nur sagen, es ist was für die Ewigkeit. Und das wirst du immer in dir tragen. Nur im Moment war es für dich wahrscheinlich auch nur Erleichterung. Und das spüren die Großen auch, denke ich. Es muss nicht richtig sein. Mirko, diese Mentalitätsfrage, wo wir gerade sind, ist das was, was Sie in Ihrer täglichen Arbeit als Trainer bei Hannover 96 auch immer wieder darauf achten müssen? Die Mentalität der Spieler? Da habe ich großes Glück momentan, dass wir diese Problematik gar nicht haben. Also wir haben eine sehr leistungsbereite Mannschaft, die sehr intensiv auch im Umgang mit sich selbst an der Teambildung arbeitet. Und ich finde, dass Sie und ja auch wir die besten Vorbilder sein sollten für diese Spieler, nicht nur für die jungen Spieler, sondern auch für die
Die alten Spieler, wir können Vorbilder sein, indem wir dem Gegner immer Respekt zollen nach jedem Spiel. Ich habe das gerade erlebt übrigens gegen Lyon, der Trainer, es war ein tolles Spiel. Der Trainer hat, der erste Satz war, wir sind auf eine sehr gut organisierte Mannschaft getroffen heute. Ich denke, das ist immer drin. Ja, ob man gewinnt oder verliert, ob man unentschieden spielt, erstmal Respekt. Und das liest man, das hört man als Spieler, das sieht man als junger Spieler. Und so, finde ich, sollte der Umgang auch auf dem Trainingsplatz sein. Natürlich müssen wir unangenehme Entscheidungen treffen als Trainer, aber wir haben ein Miteinander, nicht nur im Trainerstab, sondern auch mit den Spielern. Die Mentalität hat sich ja auch geändert. Die Spieler haben ein bisschen mehr Macht erhalten, auch über die Jahre. Deswegen finde ich schon, dass wir das auch berücksichtigen sollten in unserer täglichen Arbeit, im Umgang untereinander. Wir pflegen das sehr und die Spieler geben uns das auch zurück mit Leistungsbereitschaft und auch dem nötigen Respekt. Kommen wir noch mal zurück, jetzt abseits dieser Frage, noch mal zu dem Thema Taktik und Spielsysteme. Wie glauben Sie, Jürgen Klopp, wird sich das in Zukunft entwickeln? Wird es noch mal so eine Revolution geben können, wo irgendeiner um die Ecke kommt mit einem völlig neuen Grundsystem? Ist sowas denkbar? Fällt mir ehrlich gesagt die Fantasie für, mir das jetzt so vorzustellen. Es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen, auch jetzt, auch wenn man sagt, viele spielen 4-2-3-1, wird das auf 80 Millionen verschiedene Arten und Weisen gespielt, also dementsprechend ist das nicht. Aber ich glaube, es wird nochmal, und das ist es, wir haben Thema Tempo, ja, wird sicher weiter ein Thema sein und in dem Zusammenhang Thema Genauigkeit. So, wir haben auch ab und zu ein bisschen damit zu kämpfen, dass bei hohem Tempo die Genauigkeit flöten geht. Das hoffen wir in den nächsten Jahren dann durchaus ein bisschen besser darstellen zu können. Das ist keine Frage. Ansonsten glaube ich, ist in der Ausdauerleistungsfähigkeit ist auch noch ein bisschen Spielraum. Das ist auch klar. Die Jungs sind mittlerweile wirklich Top-Athleten, das ist einfach so. Wir haben früher gab es ein Fitnessstudio in der Innenstadt, da bist du einmal die Woche hingegangen, da stand da irgendein der Besitzer, du bis hin hast du einen Tee gesessen, einen Kuchen gegessen und während ein paar Jungs, die dafür so ein Gefühl hatten, ja so war das, Michael, was soll ich sagen? Ja, ja du bist älter, da gab es noch gar keine Fitnessstudios. Und heute ist das so, dass wir alle haben unsere Krafträume, wir haben, jeder hat sein Stabi-Programm, wenn man die Körper heute anguckt, das ist unglaublich, wie sich die Entwicklung da ist. Das heißt, die Basis, die Jungs uns mittlerweile, die Voraussetzungen, die Jungs uns geben, sind wirklich viel, viel besser, als die wir unseren Trainern gegeben haben, muss man auch sagen, auch was die Einstellung, was die Professionalität angeht. Und damit kann man arbeiten. Und diese Vorbilder im Positiven, über die jetzt mehrfach gesprochen haben, damit kann man sehr gut arbeiten. Und im Negativen, wie so ein Balotelli, ja, der eigentlich, keine Ahnung, der Junge soll gut kicken können, ich habe es noch nie gesehen, aber dafür geben sie ihm, glaube ich, 20 Millionen bei Man City, wenn mich nicht alles täuscht im Jahr. So, also wir alle hier oben gelten, glaube ich, so ein bisschen als Trainer, die mit ihren Spielen auch ganz gern gut klarkommen. So, das stimmt, das, als Mensch ist das durchaus so, kann ich aber hier sagen, sollte irgendwann einer meiner Spieler mit Dartpfeilen auf Jugendspieler werfen, der wird nie wieder das Trikot dieses Vereins tragen. Ja? Und der hat keine Chance auf einen zweiten Fehler oder sonst was. Das muss sein. Als Trainer ist es wichtig, dass man die Mannschaft hinter sich bringt. Das bedeutet aber nicht, dass man jeden Schwachkopf hinter sich bringt. Ja? Sondern irgendwann musst du auch mal Entscheidungen treffen, so pass mal auf, du kannst kicken, aber ich möchte dich nicht mehr sehen. So, und in dem Fall wäre das zum Beispiel so eine Geschichte. Weil wir haben so viele gute Jungs, mit denen es sich lohnt zu arbeiten, dass die paar Schwachköpfe sollen dann bitteschön bei Man City spielen. Mhm. Michael, was glauben Sie, Michael, wohin wird sich der Fußball entwickeln oder entwickeln können noch überhaupt in der Spitze? Also ich glaube zumindest, er wird sich entwickeln, weil wir immer wieder faktisch auf das reagiert haben, was dann irgendwann gekommen ist. Also es wäre ein Irrglaube zu denken, sind wir am Ende der Fahnenstange. Ich glaube, dass es vielleicht kommt es irgendwann, dass man wieder lange Bälle spielt, weil die noch schneller vom Tor sind. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird etwas passieren, wir werden wieder darauf reagieren, wir werden wieder Strategien entwickeln und wir werden wieder fragen, was wird noch kommen. Ich glaube, was wir nicht machen sollten, wir sollten nicht groß an den Regeln was verändern oder auch versuchen, jetzt irgendwo alles ins Kleinste auszudiskutieren. Ich glaube, diese Einmaligkeit, diese Tatsachenentscheidung und so, das ist etwas, was immer dem Fußball erhalten bleiben muss. Und dann können wir uns mit den anderen Dingen beschäftigen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in 10 Jahren noch einen Kongress geben wird, der sich über die allerneuesten Entwicklungen unterhalten wird. Das glaube ich auch. Ja, das ist auch gut so. Wann beginnt man denn als Trainer, Friedhelm, sich was Neues auszudenken? Ja, so wie gerade. Ja, es hat sich alles darauf eingestellt. Es gibt ein System, was sich durchgesetzt hat. Dann neutralisiert man sich auch ein Stück weit vielleicht. Und dann muss man wieder einen neuen Impuls setzen und sagen, nee, ich mache es aber im Detail ein Stück weit anders. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Das ist schwierig. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was es oder wie sich das ein oder andere in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und der Jürgen hat es ja gerade auch gesagt, ob es vom System her, ob es da noch Veränderungen gibt. Das ist schwer vorherzusagen. Das muss man abwarten. Man muss natürlich immer wieder versuchen, das ein oder andere speziell für seine Mannschaft, speziell für seine Spieler versuchen zu verbessern, seine eigenen Spieler versuchen zu verbessern. Ich glaube, das ist auch erstmal wichtig. Vor allen Dingen für die Trainer, die eben nicht in der absoluten Spitze arbeiten. Und wir haben ja jetzt hier in erster Linie vom absoluten Spitzenfußball gesprochen. Wir haben von Barcelona gesprochen. Wir haben von Dortmund, was im Moment in Deutschland einfach die oder zumindest aufgrund der vergangenen Saison war die Nummer eins war. Das will ja jetzt Bayern München wieder werden. Da haben wir drüber gesprochen. Aber es gibt ja auch Vereine, die nicht so gut aufgestellt sind. Und da muss man als Trainer halt immer wieder versuchen, die einzelnen Spieler zu verbessern in der tagtäglichen Arbeit. Das ist in der zweiten Liga so, das ist in der dritten Liga so, das ist bis ganz unten so, wo ja auch viele hier im Raum sitzen, die nicht in der Spitze trainieren, die nicht im bezahlten Fußball arbeiten. Und da muss jeder Trainer eben versuchen, individuell das Beste für sich und für seine Mannschaft und seine Spieler herauszuholen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, bevor wir uns noch eine kleine Runde machen. Ja, ich denke mal, dass wir, wie Sie gesagt haben, auch die nächsten Jahre mit Sicherheit noch über verschiedene Themen des Fußballs diskutieren werden. Das ist auch gut so, das muss auch so sein. Und auch was die Systemfragen angeht, wird es immer wieder auch mal Detailverschiebungen geben. Vielleicht zum Abschluss ganz kurz so eine kurze Runde. Steigt der VfB Bochum als Erster oder Zweiter auf, Friedhelm Funkel? Als Erster. Als Erster? Als Erster, ja klar. Wo landet der HSV? Ich hoffe, so weit wie möglich vorne. Das ist so ziemlich konkret. Jürgen Klopp, wer wird Zweiter hinter Bayern? Da werden einige Mannschaften drum kämpfen. Wir hoffen, dabei zu sein. Warum holt Hannover 96 die Europa League? Boah, die gute Frage. Ja, sprachlos. Okay, nächste Frage. Wissen Sie schon, wie es ausgeht am Ende, tabellarisch? Vom DFB, die wissen noch meist alles. Nee. Auch nicht. Letztes Jahr haben wir es festgelegt, dieses Jahr kann ich keine Auskunft geben. Alles falsch. Ja. Gut, dann sage ich herzlichen Dank in die Runde. Möchte nur darauf hinweisen, dass der Präsident Horst Zinngraf jetzt noch die Schlussworte spricht. Ich möchte mich auch bedanken. Herzlichen Dank.